Servus Leute, kürzlich kam ja ein neues Update für Warzone und Activision hat ein paar neue Waffenpatches herausgebracht. Damit ihr mit euren Loadouts auf dem aktuellen Stand seid, möchte ich jetzt euch alle Waffen zeigen, die ihr jetzt in Season 3 nutzen könnt. Angefangen auf jeden Fall mit dem absoluten Null-Rückstoß-Monster. Wenn ihr da einfach wirklich gar keinen Rückstoß haben wollt, stellt die Waffe auf einen Schuss. Und damit triggert ihr, dann habt ihr wirklich überhaupt keinen Rückstoß. Dann kommen wir direkt zu einer der besten MPs, die es immer noch im Game gibt, die HRM9. Hier ist so, wie ich sie baue. Die neu gekrönte Long Range Meta ist definitiv die SOA. Hier spiele ich sie ohne Visier. Ihr könnt sie natürlich aber auch mit Visier spielen. Dann würde ich persönlich einfach nur den Schaft hinten runter machen und ein Visier oben drauf packen. Und was für mich auf jeden Fall in keinem Loadout fehlen darf, ist die Renetti. Das ist aktuell definitiv die beste TTK-SMG, die ihr spielen könnt. Im Close Range habt ihr damit in jedem Gunfight die besseren Karten. Hier das Sturmgewehr mit der besten TTK im Spiel ist eine MW2-Waffe und zwar die TR-76 Geist. Den Loadout zeige ich euch hier. Dann noch hier eine Waffe, die ich sehr, sehr lieb gewonnen habe. Die Striker 9 hat auch einen Buff bekommen mit der neuen Season und ist jetzt mit einer der besten SMGs, die ihr spielen könnt. Die Prune MK9 ist auch für mich die beste LMG im Game, hat aber den Vorteil, dass sie ein 60-Schuss-Magazin hat und bekommt damit ein Movement, was schon einem Sturmgewehr sehr, sehr ähnlich ist. Und ist damit auf jeden Fall konkurrenzfähig. Hier haben wir ein Sturmgewehr, was so langsam die Treppe nach oben klettert, Richtung Platz 1 der besten Waffen, und zwar die Holger 556. Hat keinen Rückstoß, den einzigsten Nachteil, was sie hat, ist leider nur ein 40-Schuss-Magazin. Und für alle Leute, die mal weg von den ganzen RAM 7 und SOA und anderen Long-Range-Waffen wollen, hier ist die MTZ 556. Ihr habt eine super Feuerrate und könnt auf jegliche Distanz beamen wie ein Laser. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Like da und kommentiert auch unter das Video, wenn ihr irgendwelche Ideen für zukünftigen Content habt. Falls ihr es nicht getan habt, lasst mir auch noch ein Abo da, dass wir den YouTube-Partner erreichen.